Herzlich willkommen zur Auflösung der letzten Folge von Fakt oder Fake. Wir haben euch das letzte Mal gefragt, was dieses Objekt hier rechts neben mir oder vor Melanie sein soll. Und ich habe behauptet, es ist eine Steinschleuder zur Jagd gewesen. Wie ihr sehen könnt, ich habe einen Speer mitgebracht, der so in dieser Ausführung sehr wahrscheinlich oder ähnlich zur Jagd verwendet wurde. Das heißt, es ist keine Steinschleuder, sondern es ist ein... Eine Bohrmaschine, eindeutig. Ja, man sieht diese Apparatur, es wurde natürlich nachgebaut. Der Stein beschwert den oberen Ast, damit das Gewicht hier auf der Mitte liegt, auf dem Bohrkopf. Der Bohrkopf bestand aus Holz, wahrscheinlich Holunderholz, es war innen hohl. Dann hat man ein bisschen Sand da rein gestreut und mit dieser Schnur hat man das Ganze zum Drehen gebracht und damit langsam aber sicher den Stein durchbohrt. Meistens hat es geglückt und man hatte in 72 Stunden ein Loch und konnte dann den Stein weiter bearbeiten. Ob das Ganze auch bei Melanie funktioniert, das werden wir sehen, wenn wir sie in 72 Stunden hier wieder rauslassen. Sie hat jetzt ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fakt oder Fake.